Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer, zu meiner ersten Folge Raft. Für die Leute, die dieses sehr geile Spiel nicht kennen, Raft ist ein Survival-Spiel. Wo es halt ums Überleben geht. Man startet auf einer ganz kleinen Insel. Ich habe die ein bisschen ausgebaut schon, weil mir langweilig war. Bald müsste da ja auch mal wieder angreifen. Genau. Ich finde das eigentlich ganz witzig. So, was wollte ich jetzt noch? Genau. Wände muss ich unbedingt bauen. Weil, wenn ich Wände baue, kann der Hai die Stellen nicht angreifen, wo die Wand ist. Das finde ich persönlich sehr gut, weil der Hai dann nicht zerstören kann, was ich baue. Na gut, da kann ich schon mal nicht bauen, sehr schön. Muss kein Mensch. Ach. Jetzt kann ich bauen. So. Zack. Okay. Hier fehlt mal wieder Holz. Ja, bei mir ist momentan leider sehr groß Holzmangel. Warum auch immer. Ich weiß nicht, wo ich das ganze Holz gelagert habe. Ich hatte letztens Holz in. Ja. Ich glaube, man kann schon sagen, zu Genüge. Jetzt habe ich irgendwie gar keins mehr. Also nicht genug. Ach, Bretter. Ich habe auch das Gefühl, dass ich gleich verhungere, aber ist alles gut. Wenn ich verhungere, ist es zu spät. Dann, ne, ich verhungere nicht. Scheiße, ich verdurste. Geil. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Aber das lässt sich auch ganz einfach machen. So, zack, 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 zack. Jo, bisschen was getrunken. Du hast direkt wieder aufgefüllt. Und direkt wieder nach oben bringen. Ui. So, haben wir noch irgendwas Leckeres zu essen hier. Kartoffeln ohne Ende. Weil ich glaube, die kann ich sogar aufbraten. Weiß ich gar nicht, muss ich mal ausprobieren. Weil ich habe halt echt viel zu viele Kartoffeln. Und irgendwann braucht man die alle nicht. Ja, geil. Ich machen wir jetzt Kartoffeln. Fleisch habe ich auch genug. Und momentan habe ich echt genug zu essen und zu trinken. Auf jeden Fall. Aber ich habe halt kein Holz. Und das ist gerade wirklich mein Problem. Das finde ich irgendwie komisch. So, was brauche ich denn für ein Licht nochmal? Ich muss nämlich hier oben noch ein Licht aufstellen, sonst ist es hier dunkel. Einen Becher brauche ich dafür. Nichts leichter als das. Sehr schön, wo platziere ich das hin? Mit dem Raum am besten, ne? Genau da. Sieht schön aus. Zack, zack. Oh, geil, die. Alter, die Kartoffeln sehen geil aus. Frisch. Ich glaube, mache ich mit den anderen Kartoffeln direkt auf. Oh, vielleicht funktioniert das auch mit Radieschen, ja. Bisschen frische Radieschen. Was ist das? Ne, keine Radieschen, was sind das? Rote Beete? Ja, sehr schön. Kann man alles auch super roh essen, aber Braten schmeckt natürlich noch mal besser. Und da habe ich direkt Einsatz. Hi, böse. Scheiße, jetzt hat er mein Netz zerfressen. Mann. Böser Hai. Ah, das ist das zweite Problem. Also wenn man erstmal genug Essen und Trinken hat, ist es eigentlich kein Problem mehr zu überleben. Es sei denn, es kommt so ein netter Typ hier, wie mein Freund, der Hai. Der versucht es irgendwie um jeden Preis zu verhindern, dass du es schaffst,
in Ruhe zu leben. So, ich hatte jetzt vor, meine Plattform hier ein bisschen zu vergrößern, also die obere, die untere nicht. Allerdings sollte ich dafür erstmal hier unten komplett zumachen, weil dann kann der Hai auch irgendwann nicht mehr angreifen. Hab ich hier rausgefunden. So, da, eins. Werd gleich das Material an. Zack, zack. Zack. So, genau, wenn ich es hier zumache, bin ich blöd. Wieso geht das? Ah, hier ist das Scheiße. Na gut. Und schon habe ich kein Material mehr. Ah, aber das lässt sich auch erledigen. Das kann einfach ja erledigen. Schwupp. Material habe ich momentan echt genug, aber Rest halt nicht. Also sagen wir so, alles das, was ich brauche, habe ich nicht. Und alles das, was ich nicht brauche, habe ich genug. Weil irgendwie nicht so sinnvoll. Meine Axt, wo ist meine Axt jetzt? Die ist auch irgendwo oben. Ob hier, ne? Ja, das ist die Axt. Nein, erstmal wird er nicht rein. So, die Axt brauche ich nämlich, um eine Kokosnüsse zu ernten. Kokosnuss, Kokosnuss, Kokosnuss. Sehr schön. Kokosnuss. Kokosnuss. Und noch eine Kokosnuss. Na, meine. Und auch meine. Und auch meine, zack, zack. Hab grad rausgefunden, wenn ich nämlich so mache jetzt und dann. Nee, ich will das hier weiter. Nein, auch nicht, ja. Sehr schön, so funktioniert das nämlich. Ich würde sagen, das ist soweit zu. Und jetzt muss ich wieder Holz sammeln. Ah, schnell. Zack, 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 da. Ach, kacke, mein Inventar ist wieder voll. Und ich hab wieder Durst. Ach ja. Wenn ein Mensch Probleme hat, dann sind sie leider bloß groß. So, die Kokosnüsse brauche ich auch erstmal nicht, aber die Samen brauche ich hier, weil ich muss dann noch neue Kokosnüsse anpflanzen. So, Nägel brauche ich auch nicht. Ich brauche jetzt erstmal was zu trinken. Trinken, trinken, trinken. Ich könnte die Kokosnuss jetzt benutzen, aber. Das wäre jetzt nur unnötige Verschwendung der Kokosnüsse. Kokosnüsse sind nämlich sehr, sehr nährhaft, glaube ich. Habe ich, glaube ich, mal gehört irgendwo. Und das passiert, wenn man überfordert ist. Vergisst die Sachen mitzunehmen, die man eigentlich mitnehmen wollte. So. Das Wasser dann direkt wieder abkochen lassen und dann die ganzen Sachen von hier unten wieder. Zack, 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 zack und zack, zack.
Böser Hai, böser Hai, böser Hai. Wir versuchen da anzugreifen, da. Das ist eine Wand! Scheiß Ding, du. Mann, die Wand bringt, bringt anscheinend doch nichts. Gut. Aber das weiß ich jetzt auch schon. Das ist schon mal gut. Dann muss ich mir noch eine Kiste bauen, weil hier auf die Ebene soll so eine Lager, ja, Lagerräume halt, so ein kleines Lager, ja, so ein kleiner Lagerplatz soll hier halt hin. Metall habe ich momentan im zu Genüge. Zeitlang hatte ich echt Mangel an Metall, weil man Metall echt teilweise dafür jedes Zeug braucht, aber jetzt habe ich genug. Und leider auch zu viel. Also zu viel kann man nie haben, aber ich weiß nicht, wohin damit. So, ja, 1, 2, 3. Ach scheiße, das ist das Falsche gewesen. Ich wollte Lagerboxen machen, ne? Ja gut. Aber die kann ich auch benutzen. Das geht auch. Zack. So, 1, 2, 3, so. Achso, und dann ist noch ein bisschen Holz wieder, dann nehme ich das Holz auch wieder mit. So. Ja, schon hier hin und da. Da und da und da. Genau, Lagerboxen über die machen. Lagerboxen. Wo sind Lagerboxen hier? Da. Okay, ich bin aber jetzt nicht so einverstanden, aber anscheinend muss es so sein. So. Hier platzieren und hier hin platzieren. Sehr schön. Ach, ich hätte hier gerne noch ein paar Wände. Wie? Passt nicht. Ach, hab kein Holz mehr. Ja, gut. Wie gesagt, Holz braucht man hier auch ein bisschen mehr. Fisch kann man hier auch fahren bis zum Umfallen mit der Angel ganz einfach. Das finde ich echt schön, hier so ein kleines. Fisch. Leben meine ich. Echt, eine Zeit lang hatte ich zu viel Holz und keine Blätter. Ich brauchte Blätter, weil ich sonst nichts machen konnte. Jetzt habe ich einfach so viel Blätter und nicht genug Holz. Das ist so scheiße. Weil jetzt, wo ich so viel bauen will, brauche ich halt extrem viel Holz. Und das geht. Ich krieg aber nichts mehr. Das finde ich wirklich blöd. Aber ich schaffe das schon irgendwie. So, jetzt habe ich wieder ein paar Fische. Schon mal letztes Zeug hier wegnehmen und dann noch mal schnell die Plattform da zu Ende bauen. So, meins. Sehr schön. Genau, weil das sieht ja scheiße aus so, ne? Nicht, dass das irgendjemand sehen würde, weil ich bin hier so ziemlich alleine auf dieser wunderschönen Insel. Aber wir wollen ja, dass alles perfekt wird, ne? Wie? Ich hab schon wieder kein. Komm, ich hab jetzt da auch keine Lust mehr zu. So, Eisen wegpacken. Brauche ich nicht. Ich muss nur mal kurz was trinken wieder und dann
Ach, das Essen sollte ich auch nochmal oben gehen. Also Eisen brauche ich nicht. Ja, das Essen kann ich jetzt nochmal schnell braten. So wie. Ja, hier ist ein wunderschöner Fisch hier. Zack. Weil gebraten schmeckt Fisch immer am besten. Gut, trinke ich auch nochmal was. Bis ich gleich wieder komplett voll bin. Hi, ich mag dich. Was? Als ob der das gerade da so schnell zerstört hat. Gut, anscheinend wird der Hai auch immer stärker. Wie es aussieht. So Leute, ich würde jetzt noch sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt wie einmal einen Daumen nach oben. Für neu, trotzdem da oben. Wenn ihr nichts mehr verpasst wollt, abonniert den Kanal kostenlos. Seid rein, Leute. Und tschüss.